Da! Es ist angerichtet. Weiter geht's mit Teil 8 Persona 5 Royal. Und ich würde sagen, wir nehmen das Ganze wieder da auf, wo wir das gestern, oder wo ich das gestern Nacht oder heute Morgen, besser gesagt, ausgemacht habe. Wir sind auf dem Weg zu Kaneshiro. Ich glaube nicht, dass wir den Palast noch schaffen werden jetzt in diesem Teil. Ich habe vor, so ungefähr 3 Stunden zu machen, so ungefähr bis 4, halb 5. Dann werde ich kurz mal bei der Arminia reinschauen. Die streamt heute nämlich auch live. Wieder diese E-Sports, virtuelle Bundesliga, Freundschaftsspielgeschichte, was auch immer. Als Corona-Ersatz. Da wollte ich eigentlich mal gerne reingucken. Das fängt um 4:30 an. Das wären jetzt noch gute 3 Stunden. Und danach wollte ich dann selber wieder weiterzocken. Das ist der Plan. Es sei denn, wir stecken gleich im Palast fest und dann kriege ich richtig Bock drauf. Moin Matt. Ernst streamt, ja, weiß ich. Aber ist nett von dir, dass du den View trotzdem hier lässt. Grüß schön. Ich denke, ich werde heute nicht vorbeischauen. Ich habe eigentlich richtig Bock, heute ein bisschen Persona zu zocken, deswegen. Richte ihr und dem Chat ein paar Grüße aus. So, Sojiro passiert nix, EY passiert immer nix. See ya, viel Spaß. Akechi, ach guck. Okay. Dann werde ich mal bei Akechi vorbeischauen. Definitiv. Wenn ich ihn finde. Und ich könnte auch gerade... Ne, es ist schon wieder Abend. Ich habe gedacht, sonst könnte ich mal bei dem Tempel vorbeischauen. Wie lustig, dass es hier nicht regnet. Ach, hier ist überdacht. Okay, ja, guck an. Wo ist denn Akechi, das alte Schwein? Und irgendwas war doch hier noch. Vorne ist er. Dieser komische Weihrauchladen. Da wollte ich auch mal gerne gucken, ob ich da vielleicht mittlerweile was kaufen kann. Ja, ist das der Bösewicht hier? Ich bin ein Hausierer und sammle aus persönlichen Gründen seltene Waren. Seltene Waren? Siehst du, ich wusste doch, dass das seine Aufmerksamkeit weckt. Ein Händler muss die Wünsche seiner Kunden erfüllen, auch wenn etwas ausverkauft oder rar ist. Aber ich allein kann nicht alles schaffen. Ich habe ewig überlegt, wie ich etwas kaufen kann. Und dann tauchst du plötzlich auf. Alter, und ich wusste einfach, mit dir kann ich reden. Was sagst du? Hilfst du mir, Sachen zu beschaffen? Was springt denn für mich dabei raus? Ich belohne dich natürlich auch, Alter. Wenn du mir etwas bringst, tausche ich es gegen was anderes. Kauf die Sache einfach, wenn du die Gelegenheit hast, und bring sie mir. Leider ist die Nachfrage nie konstant, sondern ändert sich immer. Manchmal besteht keine Nachfrage mehr nach einem Gegenstand, den du mir bringst, so läuft das nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank, Matt. Er sieht etwas merkwürdig aus und redet seltsam, aber je nach Gegenstand könnte es sich lohnen. Warum nimmst du den Job nicht an? Klingt recht einfach, du musst nur Sachen für ihn kaufen. Dann haben wir eine Abmachung, du kannst mich Sakai nennen. Okay, was will der Typ? Du kaufst das Zeug auf legalem Wege, alles klar? Alles gut, diskutieren wir unser erstes Tauschgeschäft. Wow, what is happening? Kann ich selbst zocken, kann ich dich... Ja, wunderbar. Vielen Dank dafür. Chris, moinsen, Chris. Alles fresh bei dir? Musst du gerade mal gucken, wer dann da gefollowt hat. Vielen Dank dafür. Läuft gut, läuft relativ gut. Es läuft entspannt vor sich hin hier mit Persona. Und selbst, alles klar.
Importierte Proteine braucht er. Wenn du so ein Ding findest, tausche ich einmal von diesen dekorativen Peitschen. Gegenstände tauschen. Wenn du einen Gegenstand abgibst, den Sakai verlangt, erhältst du einen besonderen Gegenstand. Nach einer Weile kommt eine neue Anfrage. Sakai erscheint immer nur, wenn er einen Auftrag für dich hat. Sieh regelmäßig nach, ob er da ist. Okay. Habe ich denn so ein Ding? Anscheinend nicht. Wo kriege ich denn jetzt importierte Proteine her? So, ich wollte hier auch mal gucken nach diesem Weihrauchladen. Mettbrötchen ist überall. Mettbrötchen ist überall vorhanden. Ich glaube, du brauchst noch einen dritten und einen vierten Bildschirm, Matt. So richtig schön, so eine ganze Wand voller Bildschirme. Das wäre geil. So, da ist Akechi, der alte Penner. Hi, Kurosukun, guten Abend. Konbanwa. Ich wollte mit dir reden, wo wir aber schon Zeit haben. Möchtest du mit mir Billard spielen? Das ist nicht schwer und wir können gleichzeitig reden und spielen. Hast du Lust? Aber sicher. Lass uns spielen, Akechi. That is good to hear. Und Chris ist auch in beiden Chats unterwegs jetzt. Ich brauche unbedingt auch zwei oder drei Bildschirme. Das nervt mich so, dass ich nur einen Monitor habe. Du wirkst immer so beschäftigt, hast du keine Freunde? Du meinst Leute, die ich in meiner Freizeit aktiv aufsuche? Wenn du das meinst, dann nein, davon habe ich nicht viele. Ich bin überall. Letzte Tage waren ziemlich schlecht. Bin nebenbei eigentlich auch bei beiden zu sehen. Aber League of Legends läuft auch noch. Ja, richtig stressig. Ich bin so froh über diese PS4 Remote Geschichte, dieses Remote Play, diese App, die es gibt für Windows. Ansonsten könnte ich das jetzt auch nicht streamen und zocken gleichzeitig. Das wäre vollkommen unmöglich sonst. Oder ich müsste halt direkt über die PS4 streamen. Ein Break Ace. Hast du gewonnen? Ne, der Neuner ist schon eingelocht. Also, that's what she said. Aber das war natürlich nur Zufall. Wir können nochmal neu anfangen. Das zählt nicht. Das war schlecht von mir. Wenn du den nächsten kriegst, habe ich ein Problem. Nice. Nicht schlecht. Alles hängt von deinem nächsten Stoß ab. That's what she said. Wie wirst du die Sache angehen? Ich versuche es mit voller Power, that's what he said. Dann lass mal sehen, was du drauf hast. Nein, nicht ganz. Schade. Das war zu viel Kraft. Sie ist von den Kissen abgeprallt, that's what he said. Akechi ist unschlagbar. Das war ziemlich knapp, schätze er, es wäre peinlich gewesen, als erfahrener Spieler zu verlieren. Irgendwas stimmt nicht. Das sind gute Neuigkeiten, etwas in dir ist anders als bei den anderen Leuten. Ich schätze, man kann es meine Intuition als Detektiv nennen. Hm? Ach so. Okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. That's not bad. Ich bin echt beeindruckt, dass dir das aufgefallen ist. Ist es gar nicht. Genau das ist meine dominante Hand. Ich habe während des Spiels die Hände gewechselt. Ist ein bisschen fies, gegen einen Anfänger aufs Ganze zu gehen. Du Arschloch. Aber ich muss zugeben, dass du mich überrascht hast. Ich bin geschickt mit meiner rechten Hand. Ich kann Stäbchen mit ihr benutzen und erwartet, dass du mich so durchschaust. Vielleicht werde ich mal Detektiv. That sounds lovely. Eine gute Idee, mein Job wäre aufregender, wenn ich einen Rivalen hätte. Wären wir dann nicht zusammen zwei Detektive? Wieso wären wir automatisch Rivalen? Jedenfalls bist du ein interessanter Bursche, du überraschst mich immer wieder. Ich spüre Akechis Wertschätzung. Spürnase, Chance zu Beginn des Kampfs eine feindliche Affinität aufzudecken, sehr cool. Alright.
Wenn du hier gegen mich gewinnen solltest, während ich meine rechte Hand benutze, halte ich mich nicht mehr zurück. Okay. Deal, du Penner. Deal. Hey, danke, dass du mitgekommen bist. Unser kleines Spiel erwies sich als interessanter, als ich erwartet hatte. Kaum jemandem fällt es auf, wenn ich meine dominante Hand nicht benutze. Du bist sehr aufmerksam. Du könntest einen interessanten Einfluss auf mich haben. Wenn du möchtest, können wir uns gerne mal treffen. Als Rivalen? Du kannst darüber denken, wie du willst, solange ich Zeit mit dir verbringen kann. Gaylord Motherfucker. Ich schätze, ich melde mich wieder, sobald das nächste Mal etwas ansteht. Mach's gut. Okay, ja, mit der Akechi konnte man vorher nicht wirklich was unternehmen in seiner Freizeit. Das ist jetzt auch ein bisschen neu hier bei Royal. Der hat sich sonst, glaube ich, hauptsächlich storymäßig geskillt. Siebzehnte Juni sind wir schon. Also wieder. My what murky weather we're having. Speaking of murky, there haven't been any new developments in the Phantom Thief incidents. If they go so far as using calling cards to get attention, I doubt Madarame's case will be the last. What kind of target will they choose next? What do you think? Ein Verbrecher vermutlich. The Phantom Thieves only target criminals, huh? Is that really true? Supposing it is, there are plenty of villains in the world. How do they choose who to go after? Oh, sorry. I'm getting lost in my own head. I have to stay on top of any Phantom Thieves' activity due to what I said on the air. If you hear any rumors at school, I hope you can let me know. Mach ich nicht. Du Avenger. Hat das Avenger A auf dem Koffer. Oh, for real? We didn't get anything? For real? God, they suck. They suck. And we're going nowhere with this. Hey, can't we ask Miss President to change it up? You mean change our target? Just gotta show our justice to satisfy her, right? There are tons of shitty adults in this world. It's not like it matters who we're going after. She says this is for the students, but I bet it's just so she can go brag about it on college apps. But that mafia is stealing money from kids. We can't just accept that. It doesn't matter who the target came from anymore. An's right. We want to give courage to the weak. Isn't this the perfect target to accomplish that goal? They really have no talent. Never thought it'd be this noisy if you weren't singing. Anyways, I'm sure we'll shut Akechi up if we pull this off, but... That's exactly why we should do it. It all comes down to intel in the end. If we don't start finding tips on that front, we'll never get any further than this. There has to be someone who has what we need. Was mit den Medien? That's right! What about that journalist? You mean the woman who was staking out Madarame's house? Genau die. Oh yeah, I completely forgot about her. Oh ja. Didn't she give you her card? Auf der Visitenkarte steht Ichiko Oya von der Mai Asa Zeitung. Gesundheit. This is for a rather major publication. Think we can trust her? There's no other way. Okay. Let's contact her. Oh, yes. Thank you. He says our time's up. Should we extend it? Unbedingt. The hour's over, yeah? Ah, come on. Let's just go. How wasteful. How wasteful. Anyways... Guess we just gotta wait for that journalist to email us back. Let us know ASAP when she responds. Got it? Got it.
Hey. Kommst allerdings spät heim. Ich hoffe, du steckst deine Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten. Der Boss hat's drauf, wie immer. Aber es ist eher so, als würden wir in das Ganze reingezogen. Das ist wohl wahr. So, Becky. Ich kann alle möglichen Hausarbeiten erledigen. Schick mir übers Telefon eine Anfrage, wenn du Zeit hast. Ich bin noch auf der Arbeit. Wir sprechen uns später. Maybe. Wie sieht's denn aus hier? Justine und Caroline kann ich im Moment noch nichts machen. Ich habe auch schon wieder vergessen, mir den Guide rauszusuchen. Fuck. Das wollte ich eigentlich auch noch gemacht haben. Aber ich müsste mal dringend nach Mementos eigentlich, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Sojiro Kawakami kann ich mit beiden reden, kriege aber keinen ab. Und ansonsten ist hier auch niemand. Musste ich hier nicht auch noch mit dem einen Typen reden? Genau, da hatte ich nämlich noch keinen Namen. Wir finden ihn in der Nähe des Schultors. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht da sein, weil es abends ist. Morgana erzählte mir von Catnippings. Hör dich in Yongen nach Infos um. Das können wir gerade machen. Yongen ist ja hier quasi direkt vor der Tür. Vielleicht finden wir da irgendwas raus. Und wenn wir den einen Typen vor der Schule noch fänden, könnte man auf jeden Fall nach Mementos. Dann habe ich 4 Anfragen offen. Wenn es regnet oder schneit, kommt ein alter Mann zu diesem Badehaus und misst die Wassertemperatur. Er hat die Heißwasser-Challenge ins Leben gerufen. Probier es doch, teste deinen Wert. Mut, okay. Da kann ich Mut steigern, wenn es regnet. Okay. Tja, also hier ist niemand, den ich irgendwie belauschen könnte. Das ist ja doof. Der einzige ist der Badehaus-Typ da. Okay. Dann gucke ich mal, ob hier einer steht. Ich glaube es aber nicht. Schade, Schokolade. Der Rüpel hinter dem Rüpel, der einen Sinneswandel hat. Wir finden ihn in der Nähe des Schultors. Und in Yongen steht auch keiner. Tja, das ist ja doof. Wie komme ich denn jetzt zu unserem Treffpunkt hier, dass wir Mementos machen könnten? Ich habe den hier nämlich nicht. Hm.
Ach, ich wollte auch noch mal nach meinem Lottoschein gucken, richtig. 2000 Yen, na guck. Für ein Ticket, das 3000, glaube ich, kostet. Das ist immer noch nicht so geil. Aber ich hole mir trotzdem noch eins. Ja, keine Ahnung. Und der hier ging, glaube ich, auch immer noch nicht, ne? Mut auf furchtlos. Ach, Mann. Okay, der geht auch nicht. Dann können wir ja Mut im Badehaus steigern, ne, wenn es regnet. Und der komische alte Mann da die Challenge ausgerufen hat. Machen wir das eben. Es ist ein bisschen zu heiß. Ich gehe da lieber raus, bevor mir schwindelig wird. Und batsch, da liegt er wieder. So, Charme haben wir erhöht. Und Mut gibt es auch noch einen. Ich wollte wissen, ob es in letzter Zeit Veränderungen in deinem Leben gab. Hä? Ich habe ihnen was Passendes geantwortet, aber gibt es in der Schule Probleme? Nein, alles okay. Tut mir leid, dass du dir Sorgen gemacht hast. Hey. Ich glaube nicht, dass du das tun würdest, aber lauf in Shibuya nicht spät abends herum. Ich habe Geschichten über junge Mädchen gehört, die da draußen ihr Leben ruinieren. In zwielichtige Geschäfte verwickelt werden, zur Arbeit in der Sexindustrie gezwungen werden. What? Darüber habe ich auch Gerüchte gehört, in der Schule wird darüber geredet. Aber es ist so gutes Geld. Da waren nicht nur Gerüchte, ich weiß von mehreren solcher Fälle. Solltest du darüber keine Gedanken machen, konzentriere dich erstmal aufs Lernen und dann auf die Sexindustrie. Ein Ziel nach dem anderen. Das ist einfach unentschuldbar. Yo, hat sich diese Reporterin schon bei dir gemeldet? Wir haben ja doch gerade erst gemailt. Warum hast du es so eilig? Keine Ahnung, ich habe nach Infos gesucht, aber finde einfach nichts. Wir haben nur noch 2 Wochen, Mann. Wir stehen unter Zeitdruck. Eigentlich sind es nur noch 10 Tage. Wir laufen auf jeden Fall nicht viel. Wir haben auf jeden Fall nicht viel Zeit, selbst wenn wir sofort nach ihrer Antwort loslegen. Da muss diese Schlacht wohl schnell gehen. Wir müssen auch überlegen, was wir machen, wenn sie gar nicht antwortet. Hey, verschrei's nicht. Ich sehe einfach nur alle Möglichkeiten in Betracht. Bist du gar nicht nervös? Nervosität hilft uns nicht, irgendwas zu lösen. Wäre das die Lösung für unser Problem, würde ich viel schneller in Panik geraten. Wow, der ist ja ein richtiger Philosoph. Ich glaube, er ist einfach ein Idiot. Ja, ich glaube, irgendwie so eine Kreuzung aus beidem ist er. Nijima-senpai, aren't you going to help me? You said you would keep it a secret, but rumors have started getting out. Wait, you didn't leak that information, did you? Calm down. They're still targeting you? Even that delinquent found out. He might try and threaten me too. Why is this happening to me? I can't afford to keep paying. I found some clues regarding your incident. I just need you to wait a bit longer. You're really gonna help? Everyone thinks you're just doing it for a letter of recommendation.
That is not true. My goal here is to protect the students of this school. Please, please hurry. Delinquent. Warum heiße ich immer der Delinquent? Wir müssen einfach abwarten. In der Zwischenzeit können wir ja weiter am Plan feilen. Entschuldige, dass ich dich störe, während du auf Informationen von diesem Journalistin, actually, wartest. Aber erinnerst du dich an diesen Beitrag über die Einbrechergruppe in Shibuya? Es scheint, dass der Benutzer, der über seinen Bruder geschrieben hat, Schüler an meiner Schule ist. Und mit ihm etwas nachbohren, könnte ich ihm noch ein paar Details entlocken. Das hat mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet. Es hat sich nicht so angehört, als hätte es etwas mit der Mafia zu tun, der wir auf den Fersen sind. Ganz genau, ich konnte den Namen seines Bruders herausfinden. Kazuya Makigami. Ah, das ist total abgedreht, dass jemand, der in sowas verstrickt ist, auf deine Schule geht. Gute Arbeit, Yusuke. Und du hast sogar den Namen von diesem Typen rausgefunden, nachdem wir suchen. Echt gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch im Mementos bestrafen. Dieser Einbrecher wird nicht ansatzweise so übel wie die Mafia. Er ist nur ein normaler Typ, oder? Wir werden ihm zeigen, was es wirklich bedeutet, ein Phantom Thief zu sein. Scheint, als wären wir uns einig. Die Details können wir im Versteck besprechen. Wir haben unser Ziel, wir müssen uns außerdem um die Mafia kümmern, also achten wir auf das Timing. Treffen wir uns alle im Versteck, wenn du bereit bist. Ja, wie komme ich denn da nochmal hin in dieses blöde Versteck? Ich wollte auch mal gerade gucken, das war ja, glaube ich, die... Nee, das ist eine neue Anfrage. Die anderen beiden müssen wir immer noch machen. Ich würde sagen, da gucken wir jetzt mal nach, weil es jetzt da gerade tagsüber ist. Takemi möchte gerne was mit mir anstellen. Ich will unbedingt etwas testen. Kommst du in die Klinik, mein kleines Versuchskaninchen? Ich könnte sie abkriegen, aber ich warte erstmal. Ich würde gerne nach Mementos gehen. Yusuke beobachtet ein paar Menschen. Und ich will mal gerade gucken. Ob ich irgendwas über diesen Rüpel vom Rüpel rauskriegen kann. Weißt du noch das Ziel, das wir im Mementos hatten wegen dem Drahtzieher des Mobbings? Wenn das Ziel ein Shujin-Schüler ist, ist er vielleicht in der Nähe. Recherchieren wir ein wenig. Genau das habe ich vor. Da hinten ist doch was. Bist du dir da echt sicher? Soll denn echt das Video von dir beim... Soll ich echt das Video von dir beim Stehlen veröffentlichen? Hör einfach auf, mich zu zwingen, Leute auszunehmen, Sakura. Hey, das warst du alles allein. Soll ich dir hier wirklich deinen Lehrern zeigen, Takanashi-kun? Noch ein Wort und ich lade die ganze Welt zur Premiere von deinem Film ein. Die Yoshimori Sakura Tapes werden ein Riesenhit. Du hast mich doch dazu gezwungen, du Penner. Ich sollte also die ganze Zeit ein noch größerer Mistkerl das sagen. Wir müssen etwas unternehmen. Du hast nun dein Ziel und du musst sicher gehen, dass auch alle an Bord sind. Versammel alle im Versteck, um eine Abstimmung abzuhalten. Finde da durch Nachforschung den Namen eines unbekannten Ziels. Rede mit deinen Freunden im Versteck über die Person, sobald der Name feststeht. Ich habe vergessen, wie ich ins Versteck komme. Das ist das Problem. Und ich brauche ja immer noch diese importierte Dingensgeschichte. Für den, für diesen neuen NPC da. Aber importiert klingt so, als würde ich das aus irgendeinem Geschäft kriegen. Yusuke passiert auch nichts, deswegen entweder Takemi oder... oder Mementos. Und ich wollte... Nee, Quatsch, hier wollte ich hin. Denn hier gab es ja auch noch irgendwie für das andere Ziel. Irgendwelche Infos. Genau. Wenn wir eine neue Baseballmaschine reinbekommen, jetzt kannst du unseren fortgeschrittenen Kurs spielen. Danke, nein. Die Frau sieht jetzt total glücklich aus. Liegt das daran, dass sie einen Haufen Katzen hat?
So ist es wohl, ich finde aber, dass es etwas zu viel ist. Bei so vielen ist es nachts so laut, dass ich nicht schlafen kann. Ein paar Katzen? Sie redet vielleicht von dem Catnapping-Fall. Fragen wir sie, ob sie was weiß. Kann ich dir helfen? Hast du etwas von Katzen gesagt? Machst du dir auch Sorgen um diesen Haushalt? Sie hat plötzlich wahnsinnig viele Katzen mit nach Hause gebracht. Ich dachte, jetzt spinnt sie. Es ist nachts schrecklich laut und überall sind Katzenhaare. Ich glaube, für die Katzen ist das nicht unbedingt die beste Umgebung. Das ist beunruhigend. Ich habe sogar dem Vermieter davon erzählt, wie es bei Aino-san zugeht, aber er hat nichts getan. Aino wer? Ihr Name? Ich weiß es nicht. Ich sage nur manchmal Hallo. Ich kenne sie eigentlich kaum. Lass uns verschwinden und unsere Infos durchgehen. Von der Mutter und ihrem Kind haben wir das hier erfahren. Diese Aino hat plötzlich ganz viele Katzen adoptiert. Sie sind nachts sehr laut und sie haaren. Vielleicht verhalten die Katzen sich so, weil sie gestresst sind. Vielleicht finden wir noch andere Hinweise, sehen wir uns in Yongen weiter um. Alright. Was ist mit dir, alter Mann? Ist der Kater heute auch nicht hier? Ich hatte die Frau ihn wirklich mitgenommen. Eine Frau? Der redet vielleicht von dem Catnapping-Fall. Fragen wir ihn, ob er was weiß. Wolltest du Radio hören? Wegen dieser Frau. Es gibt hier eine Frau, die alle Katzen entführt und sie Schneeball nennt. Ich kenne ein paar Leute, denen das passiert ist und bei der Katze hier war es wohl auch so. Das ist schrecklich. Definitiv. Sie ist auch echt gruselig, nennt alle Katzen Schneeball, auch wenn sie gar nicht weiß sind. Schneeball ist ein sehr beliebter Name bei schwarzen Katzen, by the way. Aber ich habe ihren Namen, sie heißt Ryoko Aino. Ich habe bei der Polizei nachgefragt, es gibt also keinen Zweifel daran. Die Polizei behandelt Katzen einfach wie Objekte, für mich gehören die kleinen Racker zur Familie. Ich würde so gerne etwas tun können. Du solltest auch vorsichtig sein, weil du mit einer Katze herumläufst. Nicht nur Katzen leiden, sie tut auch Menschen weh. Bei der Familie Aino gab es plötzlich so viele Katzen, das muss unser Ziel sein. Wir sollten das mit allen im Versteck besprechen. Was ist denn momentan unser Versteck? Das ist doch in Shibuya, oder nicht? Wieso komme ich denn dann da nicht hin? Ich will mal gerade gucken, ob ich... Ach, hier, ich kriege die Spielekonsole, sehr gut. Ob ich diesen komischen Fisch finde, den der eine NPC haben will. Dann könnte man jetzt gleich noch ein paar Games kaufen. Also hier ist schon mal nix. Gab es aber nicht noch einen zweiten Laden? Ne, der war in Shibuya. Das ist der Supermarkt, wo ich auch arbeite. Vielleicht haben die so einen Fisch. Und nach neuen Büchern kann ich auch mal gucken. Immer her damit, immer her damit. So. Was war das hier? Kleidungsgeschäft. Karaoke will ich auch nicht hin. So, das ist der Supermarkt, in dem ich arbeite. Wohltuende Soba ist im Angebot. Das brauche ich aber alles nicht. Und hier gibt es doch bestimmt nichts. Was war das denn? Importierter irgendwas, ne? Und hier ist auch nichts. So, ach, hier komme ich ins Versteck. Boing. Aber ich will mal gerade gucken, ob ich jetzt auch alle Anfragen habe. Also. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das heißt, wir können 5 Anfragen in Mementos erledigen. Das klingt auf jeden Fall nach Spaß. Ich wollte sowieso noch nach Mementos, weil ich mit dem José-Typen noch was zu klären habe.
wenn ich ihn denn wiederfinde. Der ist ja auch immer so ein bisschen kompliziert, ne? Dann tut es mir natürlich leid für Takemi und Yusuke. Vor allen Dingen für Takemi, weil ich die abgekriegt hätte. Aber ich gehe jetzt ins Versteck. Da du uns zusammengetrommelt hast, denke ich mal, dass die Journalistin dich kontaktiert hat. Nein, eigentlich nicht. Wir haben nur noch 10 Tage. Was tun wir, wenn sie uns gar nicht kontaktiert? Kein Grund für Pessimismus. Wenn wir warten, schickt sie eine E-Mail. Ich hoffe, du hast recht. Es klappt schon, wenn wir warten, wie Yusuke meinte. Aber bis dahin sollten wir in Mementos weiterkämpfen. Das ist keine schlechte Idee. Wenn du gehst, würde ich dich gerne begleiten. Anfragen anzeigen. Wir haben heute neue Infos über ein Ziel in Mementos. Fangen wir mit dem hier an. Die Phantom Thief haben wohl eine Bande inspiriert, die in Shops in Shibuya eingebrochen ist. Darüber hinaus hat ihr Anführer seinen jüngeren Bruder wohl körperlich misshandelt. Wir können es diesen Typen nicht erlauben, die Phantom Thieves in den Dreck zu ziehen. Ich muss zustimmen, auch umso mehr, da wir um Hilfe gebeten werden. Lass uns diesen Wahnsinn ein Ende machen. Ich bin auch dafür, wir müssen bei ihnen einen Sinneswandel auslösen. Das ist nicht alles, weiter zum nächsten Ziel. Die Info betrifft einen feigen Typen, der mithilfe seiner Spießgesellen andere Leute terrorisiert. Er ist derjenige, der hinter Takanashi steckt, der auch einen Sinneswandel hatte. Es sieht so aus, als würde er Leute mit Videos erpressen, die niemand sehen sollte. Erledigen wir diesen Bastard. Kompliziert, aber wenn du sagst, dass wir es schaffen, dann schaffen wir es. Das ist nicht alles. Weiter zum nächsten Ziel. Eine sadistische Schülerin. Sie scheint einen bestimmten Schüler als ihren persönlichen Sklaven zu behandeln. Sie gibt ihm zum Beispiel entwürdigende Anweisungen und beleidigt ihn öffentlich. Sie dominiert einen Typen, der das eigentlich gar nicht will. Das ist ja furchtbar. Peitschen wir stattdessen ihr Herz aus. Okay, sehr schön formuliert. Weiter zum nächsten Ziel. Diese Info betrifft die Katzenentführungen in Yongen. Unser Ziel ist Ryoko Aino. Sie lebt in Yongen. Es scheint viele Katzen zu betreffen. Die Nachbarn beschweren sich bereits. Wir wurden es beinahe auch entführt, oder Morgana? Die Gefahr scheint groß zu sein und die Polizei soll angeblich auch nichts dagegen unternehmen. Wir sollten den Katzenbesitzern helfen. Ja, yep, aber eins verwirrt mich. Warum sollte jemand Morgana einen Schneeball nennen? Er hat kaum weißes Fell. Das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht fehlt uns noch ein Puzzleteil. Ich habe die Prangerkarte schon geschickt, also kann es losgehen. Wieso hast du eine Prangerkarte geschickt? In Mementos brauchen wir keine Prangerkarte. Lösen wir diesen Fall für alle Katzen in Yongen und ihre Besitzer. Und einen haben wir noch. Diese Info betrifft einen alten Mann, der in der Harmony Alley in Kichijochi Leute belästigt. Er entreißt den Leuten ihre Bestellungen, provoziert Kämpfe und verlangt dann Schmerzensgeld. Der Typ ist wohl ein echtes Ärgernis. Ich habe ihn noch nie auf frischer Tat erwischt, aber die Leute haben wirklich genug von ihm. Und je mehr die Leute über ihn klagen, desto froher ist der alte Mann. Sein Ziel ist also, anderen zu schaden. Sein Verhalten verschlimmert sich bestimmt, falls wir nichts tun. Ich denke, ein Sinneswandel ist bei ihm der richtige Weg. Eine Sache noch, an Regentagen hat er extreme Gelenkschmerzen. Es scheint leider gerade die Sonne. Warum bleibt er nicht zu Hause und benimmt sich, wenn er solche Schmerzen hat? Trotz der Gelenkschmerzen ist er also darauf aus, anderen zu schaden. Das ist echt hart. Bewirken wir den Sinneswandel, damit er sich endlich entspannt. So, und er hat nochmal eine Prangerkarte geschickt. Finde ich ein bisschen weird, aber okay. Also, dann würde ich sagen, ab nach Mementos. Da haben wir jetzt erstmal ein bisschen was zu tun. Irgendwas stimmt hier nicht. Der Nav reagiert auf irgendwas. We can go further down now. It's because we made Madarame's palace disappear, right? Most likely, I think. You seem rather uncertain. How far does this Mementos run, anyway?
It's huge. Extremely. That's what she said. You're always so vague when it comes to the important stuff. It's like he's kind of flaky as our chief of operations. Don't you want him to try a bit harder too? Gibt sein Bestes. You truly are different from that moron over there. There, there. I don't fully understand, but Mementos and the palaces are related to each other, correct? Then all we must do is continue changing the hearts of evildoers to ascertain its full expanse. I don't believe there's a need to quarrel over it. So, dann wollen wir mal schauen, ne? Und ich muss halt gucken, wo dieser José-Typ steht, damit ich zu dem auch wieder zurückfinde. Denn ich muss noch ganz viele Blumen sammeln. Und ich muss ihm vor allen Dingen dieses Teil finden, was ich von den Villains da bei Madarame bekommen habe. Dieses Amulett oder was es war. Das muss er nämlich refinen, dann kriege ich noch eine Trophy. So. Wie sieht's denn aus hier? Hier sind vier Ziele und ein weiter komme ich noch nicht hin, weil ich den Eingang noch nicht habe. Okay. In einem vorherigen Gebiet. Alles klar. Gehen wir zurück. So, hier ist schon mal einer, das ist gut. Das Stempelding habe ich schon, genau. Na dann. Well, on to the next trial. Spectacular victory. So, da ist er doch schon. Rein da. Der alte Mann muss Ono sein. Halten wir ihn auf, bevor er anderen noch mehr Stress bereitet. Komm her, alter Mann. Aufs Maul. Yandalf, der Graue. Wer zur Hölle seid ihr? Habt ihr an mir, Heijo Ono, etwas auszusetzen? Yep. Mir gefällt deine Fresse nicht. Sogar mit der Maske erkenne ich, dass du genervt bist. Das zeigt doch, wie viel dir an mir liegt, nicht wahr, Heijo Ono? Richtig, richtig. Er ist auf jeden Fall gestört. Bring mir das zu Ende. Komm her, alter Mann. Aufs Maul gibt es. Aufs Maul. Das hat auf jeden Fall die passende Persona. Sehr gut. Perfekt. Er hat komplett die passende Persona. Nicht schlecht. Was so awesome. I knew I was wrong. Es fing mit etwas Kleinem an. Meine Familie machte sich schon Sorgen, wenn ich mal etwas richtig Dummes angestellt hatte. Mein Sohn behandelt mich wie eine Aussätzige. Aber in solchen Momenten sorgte er sich schon. Wie eine Aussätzige? Du bist doch ein Typ. Das Gefühl war so schön, dass ich ständig und überall danach gierte. Das hat vielen Ungemach bereitet. Eine bedauerliche Folge der Einsamkeit. Ich habe so viele Probleme verursacht. Wie soll ich so leben? Indem du dich entschuldigst. Mich entschuldigen? Dafür ist es schon zu spät. Was jetzt zählt, ist, dass du anfängst, die Fehler wieder gut zu machen.
Rede von nun an mit deiner Familie über das, was du brauchst. Lass es nicht mit anderen aus. Sag ihnen, dass du einsam bist, bevor es zu spät ist. Let me make it out to you. Ärgernisgürtel. Läuft. So, das war Nummer 1. Das Ziel ist nah. Fühlt sich an, als wäre es in einem Bereich noch etwas weiter von hier, okay? Ich hätte im ersten Bereich starten sollen und dann nach unten gehen. Das hätte viel mehr Sinn gemacht. Aber naja, gut. Bam. Well, on to the next try. Nice work, team. Okay. That was so easy, I'm yawning. So, hier geht's hoch. So, ich will mich trotzdem hier hinten noch weiter umsehen. Da war ja noch irgendwo ein Gang. Da ist aber nichts. Da ist noch eine Tür. All according to plan. Nice work, team. All right. They were too weak to bother with. Da ist nix. Stylish. Okay. Didn't even break a sweat. So, da waren wir ja schon. Ich liebe diese Disaster Shadows, die sind echt nicht schlecht. Nice work, team. Okay. A stylish victory. So, wo ging's hier jetzt raus? Da.
Nein, hier geht's doch. Na. Okay. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Aber ist egal, dann gehen wir jetzt hier weiter und schalten schon mal den anderen frei. Manchmal ist der Weg im Mementos auf unnatürliche Weise blockiert. Die Wände sind an den Stellen schwach. Ich sollte da problemlos durchbrechen können. Falls dir das passiert, versuche mitten hindurch zu brechen. Drücke Mementos X, um brüchige Wände zu durchbrechen, die ungewöhnlich aussehen. Ich brich diese Wände so oft, wie es geht. Womöglich findest du etwas dahinter. Okay. Also, hier ist auch wieder einer. Das ist gut. So dunkel, ey. Ich sehe nichts hier. Focus. Let's go. The first move is ours. I am thou. Ihr Schweine! Nice. We're done here. Let's go. A spectacular victory. All right. They were nothing. So, da ist er doch schon. Oh. Sakodas Schatten. Sieht ihn euch an, hält sich für was ganz Besonderes. Er steckt die Wahrheit hinter diesem ganzen Mobbing. Alles klar. Auf ihn mit Gebrüll. Listen. What was that? What was that? For real? Schwache in dieser Welt nicht überleben können, werden zur Beute der Starken. Das ist gut so. Willst du mich verarschen? Stark, du bist ein Feigling, der sich nicht die Hände schmutzig macht. Du bist ein dummer Hund, der nur bellt, aber nicht beißt. Naja, dann beißen wir mal, ne? Ich fresse dich auf. Na dann, bring it on, bitch. This is my other self. Take this. No effect. Okay. Do it. You're the best painter. Let's go. Okay, guys. Graceful, stylish. I leveled up. Alle Skillplätze sind belegt. Okay.
Erhöht Ausweichen gegen Elektro-Skills. Tja, was wollen wir denn nicht? Yusuke hat auch noch einen Heilzauber. Ist eigentlich Quatsch. Heilzauber habe ich eigentlich genug. Ja, Yusuke braucht keinen Heilzauber. Ach, Quatsch, Yusuke. Nein, das ist ja meiner gewesen. Passt schon. Ich habe nur die Maske gesehen, habe an Yusuke gedacht. Quatsch. Bullshit. War natürlich meiner, aber ist egal. Morgana ist mein Heiler. Das passt schon. Das ist okay. Ich weiß. Jetzt wirst du gefressen. Die Starken fressen die Schwachen oder so, ne? Wenn ich mit dir fertig bin, sind nur noch Knochen übrig. Es tut mir so leid. Kleiner Witz, bei uns musst du dich nicht entschuldigen. Geh zu denen, bei denen du das wirklich musst. Holen wir uns den Schatz. Voll abgeschlossen. Teuflischer Schneekristall. Beeindruckende Führungsqualitäten. Was steht nun an? Weiter geht's. Das Ziel kommt aus einem aus dem nächsten Bereich. Okay, also nach unten, ja? Und ich glaube, einer wird noch über mir sein. Ich habe keinen Dietrich mehr. Sehr gut. Diese Disaster Shadows, die sind richtig lustig. Hallo. Nice. Engel habe ich schon, ne? Ja. Weiter, aber ich habe noch was hier hinten offen. Und ich kann das nicht leiden, wenn ich Mementos verlasse und habe noch unerforschte Bereiche. Aber hier ist auch nichts mehr. Okay. Dann sind wir hier fertig. Der nächste Bereich fühlt sich irgendwie anders an. Was ist das? Konzentrieren wir uns auf das vor uns liegende. Ich spüre ein Ziel voraus. Durchsuchen wir den ganzen Bereich. This is the
I'm yawning. I can see it. What is this? Wow, that shadow was crazy. Spürnase. Ist zu Kampfbeginn Detektiv Spürsinn aktiviert, wird die Attributsaffinität des Gegners angezeigt. Womöglich siehst du sogar die Schwächen des Gegners. Prüfe dafür hinterher den Analysebildschirm. Cool. So, und hier ist auch wieder so ein Desastervogel. Er schon wieder hier, dieser komische Mumenreiter. Well, on to the next trial. Spectacular victory. Okay. So, da ist nix. Und da ist unser Target. Sehr gut. So, aber bevor wir dahin gehen, schauen wir uns noch ein bisschen um. So, hier geht's nämlich runter. Da gehen wir gleich hin. Rein da! Das ist Ryoko Aino. Verpassen wir ihr zum Wohle der Katzen einen Sinneswandel. Ryoko Aino, du lässt sich, so lässt du nur alle Katzen in Yongen im Stich. Nein, ohne mich sind Schneeball und alle anderen Katzen verloren. Die heißen doch eh alle Schneeball. Schneeball? Los, Kätzchen, komm her. Miau! Neko-chan! Die Schneebälle beschützen und niemand hält mich auf. Na, schauen wir mal. I don't see a weakness. Okay. It's time. There. The only kids like you is Let's do this! Go! This is my other self! Bitte hör auf. Wenn ich weg bin, gibt es niemanden mehr, der die Schneebälle beschützt. Joker, was ist da los? Vielleicht versuchen wir es mal mit Reden.
Folgendes wissen wir über sie. Sie nennt die Katzen, die sie gekidnappt hat, gekatznappt hat, Schneebälle. Und die Katzen sind gestresst. Und die Besitzer geben auf. Wenn du die richtige Antwort gibst, kannst du einen Sinneswandel bewirken. Ach du Scheiße. Ich will doch nur die Schneebälle beschützen. Ich muss sie beschützen. Ich muss sie beschützen. Beruhig dich erstmal. Ich muss für die Schneebälle ruhig bleiben. Sind alle Katzen Schneebälle? Schneebälle sind Schneebälle. Gibt es viele Schneebälle? Wenn ich sie beschütze, sind die Schneebälle glücklich. Die Katzen sind gestresst. Aber wenn ich kein Auge auf die Schneebälle werfe, werden sie auch sterben. Sie sterben auch? Der echte Schneeball ist also schon fort. Okay, ich glaube, wir kriegen das hin. Sie hat sich jetzt beruhigt, wir können mit ihr reden. Schneeball ist weg. Okay. Ich habe eine weiße Fundkatze mit nach Hause genommen, aber sie ist ausgebüxt und dann wurde sie von einem Auto überfahren. Was in Yongin echt schwierig ist bei den kleinen Gassen, aber na gut. Das Auto ist trotzdem einfach weitergefahren. Diejenigen, die wirklich gelitten haben, sind die Besitzer und die Katzen. Ist schon okay, du hast deinen Fehler eingestanden, aber mach das nicht nochmal. Böse, böse. Ja, danke, Herr Kater. Aber ich habe eine Menge Katzenfutter daheim, komm mich doch mal besuchen. Ich bin kein Kater. Aber das klingt ganz nett. I'm not a cat. Katzenbrosche. Hey. So, eins noch. Weiter geht's. Ich schätze mal, dass das weiter oben ist. Ich glaube, ich habe jetzt eins noch auf der nächsten Ebene. Und eins müsste noch hier irgendwo sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ziel kommt aus dem nächsten Bereich. Na, guck. Und der war wo? Hier. Ich habe immer noch den José-Typen nicht gesehen. So, das ist auch das Ende. Das ist der Schatten von dieser Shimizu. Sie wirkt echt wie eine Sadistin. Sie nennt jemanden ihren Sklaven und kommandiert ihn herum. In gewisser Weise leugnet sie seine Existenz, das würde ich wirklich nicht gerne durchmachen. Reden wir mit ihr. Erstmal Stempelkarte. 8 von 8, sehr gut. Na du? Von euch Schweinen stammt also diese Prangerkarte im Netz. Womit habe ich das verdient, hä? Weil du jemanden zu deinem Sklaven gemacht hast, du nette Frau. Du hast es mehr als verdient. Er will das doch. Er verehrt mich mehr als jeden Gott. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, mit dir das zu erklären, was das für ein Quatsch ist. Ich schlage ihn und tue ihm weh und er sieht es als Zeichen unserer Freundschaft. Er ist so glücklich. Du leidest unter Wahnvorstellung. Ich bin hübsch und habe gute Noten. Ich habe das Recht, Leute herumzukommandieren. Euch erteile ich ab jetzt auch Befehle. Leckt meine Stiefel, ihr Pack. Nein. Das wird nicht passieren. Ich gebe Moto niemals auf. Er gehört zu mir. Es gefällt ihm, ein Sklave zu sein. We'll see about that. Warum nehme ich eigentlich immer noch Agi, wenn ich schon Agilao oder wie er heißt, hab der Nachfolgespell. Okay,
Nein, 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 ich will ihn nicht verlieren. Er gehört mir, er gehört doch zu mir. Machst du weiter, dann hasst er dich. Das habe ich immer gehasst. Warum hast du angefangen, ihn so zu behandeln? Er hat einfach mitgemacht. Das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, ich kann tun, was ich will. Dabei wollte ich mehr sein als nur Freunde. Mehr als nur Freunde? Du meinst als festen Freund? Jep, ich war in ihn verknallt und dann habe ich geklammert und das ist außer Kontrolle geraten. Pass auf, dass du nicht alles noch schlimmer machst, als es sowieso schon für dich aussieht. Der Schatz, er hat sich gezeigt. Schwertpeitsche. So, und hier ist noch zu... Nee, Quatsch, hier komme ich doch durch. Richtig. Das ist die Madaramis-Tür. So, gehen wir hier auch mal runter. Denn hier müsste ja auch noch ein Ziel sein. Dann habe ich hier nämlich doch alle fertig. Sieht das nicht anders aus als beim letzten Mal? Scheint so, als fängt ab hier ein neuer Bereich an. Langsam verstehe ich, wie dieser Ort funktioniert. Es ist sehr beeindruckend, hier ein U-Bahn-Netz zu finden. Ja, dann Yusuke, das war schon immer so. Ich möchte wissen, wo dieser José-Typ rumrennt. Dass der keinen festen Platz hat in Mementos, das finde ich ein bisschen blöd. Denn wenn man überlegt, wie tief Mementos noch ist und wenn man dann jeden Bereich, jede Ebene, jede Unterebene absuchen muss für diesen José-Typen, das wird doch niemals funktionieren. Oh. Ich finde, der sollte immer am Eingang stehen. Seid ihr denn hier für welche? Na bitte. Okay. Sind die jungen Leute heutzutage alle so? Was habe ich mir nur ausgedacht? Manchen Leuten kommt man auf physiologischer Ebene einfach nicht klar. Was für ein Zufall, so sehe ich das auch. Ich glaube es einfach nicht. Jetzt erinnere ich mich wieder. Na guck. Hat doch funktioniert. Ippon Datara. Au, der Ficker reflektiert immer. Ach, das ist der gleiche, na gut. Ich müsste Mona gleich erstmal heilen. Fight. Let us go.
Au, ihr mit euren Reflexionen, ey. Yeah, Victoria. Very well. Next. Hier muss ich hin. So, hier ist nur ein Stempelding. Eins von 10 gibt's hier. Hier ist 6. Und hier will es dann weitergehen, ganz genau. Und da ist 2 von 10. Wenn ich wüsste, wo dieser José-Typ rumrennt. Okay. Was zur Hölle ist denn jetzt passiert? Es ist so dunkel. Das ist auch eine Trophäe. Mementos is an amalgamation of the people's cognition. This can affect the environment as well as the structure. It hasn't been like this in a long time. But it seems like the darkness won't be the only thing we'll have to deal with. You mean we have even more stuff to worry about? In a way, I can sense rare shadows all around us. We should explore this area for a bit, despite the darkness. Abweichungen in Mementos. In Mementos gelangst du manchmal in Gegenden, die etwas anders aussehen. Dort liegt eine Abweichung vor. Stockwerke mit Abweichungen können hilfreiche oder störende Effekte haben. Meistens passieren gute und schlechte Dinge gleichzeitig. Denk daran, wenn du ein Stockwerk mit Abweichungen verlässt, verschwinden die Effekte. Halte Ausschau nach Abweichungen. Ich will nicht really want to stick around here, but if you say so, I guess we can go for it. Joker, just drive extra safe or something. It's so dark, even I'm having trouble seeing. So, und das ist die Trophäe, die ich meinte. Die abgewichene Kognition, die gibt's automatisch dafür, wenn man das erste Mal so eine Abweichung hier erlebt. Die sind halt random, die passieren auf manchen Ebenen in Mementos. Wenn ich jetzt hier hochgehen würde und würde wieder zurückkommen, wäre die Abweichung weg. Aber da ich das bislang auch noch nicht kenne, das ist nämlich auch neu hier in Royal. Deswegen gucke ich mir das mal an. Und ich habe irgendwas im Auge, das ist gerade super nervig. So. Und dann habe ich schon wieder 82 Blumen gesammelt und müsste ja mal mit diesem José-Typen sprechen. Aber wie gesagt, auch der scheint halt random rumzustehen. Es ist wirklich arschdunkel, ich sehe gar nichts hier. Ich habe auch keine Karte. Von daher müssen wir jetzt einfach ein bisschen gucken, was hier so passiert, ne? Vor allen Dingen auch, wo es hingeht. Ich sehe nichts wirklich. Hier ein Treasure Demon. Sehr gut. Wenn ich den kriege. Das ist Regent. Den habe ich natürlich schon. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das Ding ist ja, ich habe ja die Trophy für den Treasure Demon nicht gekriegt, weil die verbuggt ist. Jetzt hätte ich Platz in meinem Persona-Kompendium, aber den habe ich halt schon. Deswegen werde ich die Trophäe jetzt wahrscheinlich nicht kriegen, selbst wenn ich ihn bekomme. Also Schwäche ist nuklear. Ich habe hier natürlich kein Nuklear. Aber Akira hat Nuklear.
Let's go. Ravage them! They're all knocked down! That was incredible, Joker! Mal gucken, ob ich sie trotzdem kriege jetzt. Ja, alles klar. Wunderbar. Sehr gut. Den hatte ich ja schon in Madaramas Palast. Da spawnt der ja automatisch storytechnisch. Aber weil mein Persona-Kompendium voll war und das im Moment verbuggt ist, man die Trophäe nicht kriegt, wenn das Kompendium voll ist. Deswegen habe ich sie jetzt erst gekriegt. Aber ist okay, dann brauche ich mir da wenigstens keinen Kopf mehr drum machen. Ach, hier ist noch einer. Hier ist noch ein Treasure Demon. Das ist jetzt halt auch durch diese Abweichung. Darum rennen hier so viele Treasure Demons rum. Hier sind nur Treasure Demons. Nur. Okay. Das ist weird. Vor allem, ich habe es ja auch schon mal gesagt, wie ich hinterhergesucht habe, hinter Regent. Im normalen Persona 5, weil ich ihn da in Madaramas Palast nicht bekommen habe. Und jetzt spawnt hier einer nach dem nächsten. Das ist absurd. Aber sie droppen ein bisschen mehr Geld als normale Schatten. Deswegen nehme ich die auch gerne mit. Aber trotzdem würde ich diese Abweichungsgeschichte jetzt gerne verlassen hier. Ist mir einfach zu dunkel. Vor allem, dass ich keine Map habe, das finde ich halt auch extrem irritierend. Okay, ich habe eigentlich gedacht, er wird mir jetzt vielleicht ein bisschen Geld geben. Tut er leider nicht. Tja, ich sehe jetzt halt nicht, wo ich schon war. Das ist total irritierend. Also so toll finde ich jetzt diese Abweichungsgeschichte natürlich echt nicht. Ich meine, es ist ganz geil, dass hier nur Treasure Demons spawnen. Wäre halt später im Endgame ganz geil, wobei es auch hier egal ist, weil ich ja die Treasure Demons gar nicht alle sammeln muss. Gibt's ja keine Trophy für. So, hier ist Feierabend, Gott sei Dank. Das war schon ein bisschen nervig jetzt mit dieser Dunkelheit. Ja, du? Nein, ich wollte den Schatten angreifen. Now's our chance to strike. Go!
to play. A spectacular victory! Okay. Easier than cleaning my brushes. Ich hoffe, dass ich diesen José-Typen noch finde. Ist gar nichts, okay. Das ist ja fies. Dass es hier aber nicht durchgeht, wundert mich, weil hier die Schienen noch hinführen. Hydrobot. Morgana Hydrobot. So, hier geht's raus, aber ich glaube, hier hinten war noch irgendwo ein Pfad, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ganz am Anfang. Ganz am Anfang hatte ich noch eine Abzweigung. Ich hab doch keine Dietriche. So, Diorama ist der Nachfolger von Dia. Regeneriert für einen Verbündeten eine mittlere Menge TP. Dia ist eine niedrige Menge TP, deswegen können wir Dia ersetzen durch Diorama. So, und hier ist unser Ziel. Ich hoffe echt, dass ich José noch irgendwo begegne. Na, den will ich. Two foes left.
are mine. All according to plan. Nice work, team. Okay. They were nothing. According to plan. Nice work, team. Okay. They were nothing. Next, hier ist die Tür. Hier geht's weiter runter. Okay. Aber ich habe noch jede Menge Wege am Anfang ausgelassen. Das heißt, ich muss da gleich nochmal zurück. Das war diese Ebene auch. Auch clearen. Oh. Das muss der Schatten von Kazuya Makigami sein. Er sieht so böse aus. Er gehört zu einer Einbrecherbande, die Restaurants ausraubt und hat seinem Bruder Gewalt angetan. Aufs Maul. Nicht mit mir, nicht mit dem Predator. Jetzt suchst du auch noch nach Ausreden, du solltest dich was schämen. Nein, das sollte nur ein kleiner Spaß sein, aber diese Idioten sind übermütig geworden. Jetzt habe ich deswegen Ärger. Verdammt, warum passieren immer mir schlimme Sachen? Schlimme Sachen? Wovon redest du? Seit ich ein kleines Kind war, die Schule, die Gesellschaft, alle behandeln mich wie Dreck. Mein kleiner Bruder war der kluge Mamas und Papas Liebling. Ich war ihnen scheißegal. Wie soll ich ein normales Leben führen? Ich rebelliere gegen diese beschissene Gesellschaft. Hey, willkommen im Club, Mann. Du hältst Gewalt und Kriminalität für Rebellion. Wie dumm bist du? Was hast du gesagt? Ihr seid doch auch Diebe. Ihr seid kein bisschen besser als ich. Das war ein herablassender Blick. Ich mach dich fertig. Du Freund. Daneben. This is my other self. Vollidiot. Das war's schon. Was seid ihr, Phantom Thieves, eigentlich? Es ist unmöglich. Das verstehe ich, es ist ja von meinem Bruder gehört. Denk über deine Taten nach, du Schwein. Das hast du jetzt erst geschnallt? Warte, dann weißt du ja schon, wie dein Bruder sich fühlt. Er hat das für mich getan. Das ist der Schlüssel zu der Truhe in meinem Zimmer. Gib ihn meinem Bruder. Ihr seid doch die gute Art von Dieben, oder? Warum sollten wir sowas für... Was willst du denn sagen? Ihn halt verbrennen oder wegwerfen, denke ich. Da ist er. Alter Schlüssel. So, wir geben ihn seinem Bruder. Das war's mit den Mementos-Anfragen. Beeindruckende Führungsqualität. Dankeschön.
149 Blumen. Ich hoffe, dass ich den Typen gleich noch finde, Inua. Ich will mal gerade gucken nach den Anfragen hier. Ja, alle durch, okay. Gut, also da geht's wieder raus. Ich hatte, wie gesagt, hier hinten noch was offen. Ah, Mann, das nervt. Ich habe irgendwas im Auge. Das ist super kacke. Man soll sich ja nicht ins Gesicht fassen. Ich muss gleich mal Augen auswaschen. Widerlich. There's a treasure chest. Come, let... Let's go! The first move is ours! Flow, Akira im Flow. Ich bin leer. Gut, dass ich durch bin hier größtenteils. Hunderter Schaden. Geht aber. Ah. So, dann sind wir hier nämlich auch durch. Nein. So, hier ist ein Safe Room. Aber ich gehe jetzt trotzdem einmal bis zum Ende. Ach, da ist er. Sehr gut. Da ist der kleine Penner. Bring die Blumen zu mir. Geh schon mal vor. Nein, bleib hier. Ich hasse den Typen so sehr, ey.
Na gut, aber dann wird er wahrscheinlich hier in dieser Ebene bleiben, ne? Das tat weh. Plärrender Berggeist. Okay. Scheiße war der, scheiße. So, da hinten ist der kleine Eiermann. So, hier geht's raus. Und hier geht's zu unserem neuen Spielkameraden. So, sehr gut. José sieht sich Folgendes von mir an. Kristall der Eitelkeit. Jetzt habe ich was übersehen. Oh wow, davon habe ich schon gehört. Das sind verdichtete Nebenprodukte verzerrter Kognitionen. Aber dieses hat noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft. Darf ich mal sehen? Ich mache auch nichts kaputt, versprochen. Wenn ich jetzt das mache und dann das hier tue. Wunderbar. Fertig. Das sollte für Nutzen sein. Hier, Mister. Sag Bescheid, wenn du noch etwas in der Art findest. Wenn ich mehr über verzerrte Kognitionen lerne, lerne ich auch mehr über Menschen. Ring der Eitelkeit. So, das ist jetzt nämlich dieses Ding, was wir aus den drei Willenssamen bei Madarame bekommen haben. Das musste er jetzt einmal refinen für uns. Und dadurch kriegen wir zum einen die Trophäe und zum anderen den Ring der Eitelkeit. So, und er hat jetzt nämlich noch einen Willenssamen. Wahrscheinlich den von Kamoshida. Man kann bei ihm nämlich auch Willenssamen kaufen, die einem noch fehlen. Mir fehlt ja bei Kamoshida noch einer. Modellwaffe. Die Modellwaffe brauche ich. Wer wollte die haben? Ich meine, die Twins. Irgendwas war mit Modellwaffe. Oder brauchte ich das für eine Persona Fusion? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt mir der Name Modellwaffe was. Und hier gibt es den blauen Wollustsamen für 400 Blumen. Die habe ich jetzt leider nicht. Die schwarze Robe kann man vielleicht noch kaufen für 30. Räucherstäbchen. Okay, das ist das, was ich brauche für diese Räucherstäbchen-Trophäe für den Persona-Lockdown. Die kaufe ich mir auf jeden Fall auch mal. Zumindest einen. Mehr kann ich mir nicht kaufen. Ich hätte vielleicht doch mal gucken sollen, was das Ding macht. Dass das Herz steckt. Na gut, passt schon. Ist schon okay.
So, und dann kann ich noch mit diesen Stempeldingern die Kognition ändern. Da gibt es auch noch eine Trophäe für. Da müsste ich mich auf einen Bereich spezialisieren. Entweder mehr EP, mehr Geldbelohnung oder mehr Gegenstandsbelohnungen. Mehr EP kostet natürlich ein bisschen mehr. Wäre aber vielleicht nicht unbedingt schlecht. What? Nehmen wir, ne? Nehmen wir. Okay, jetzt kriege ich schon eine Trophy. Okay, das ist aber, glaube ich, die ich meine. Was machst du da? Ich gucke gleich mal nach, weil mich das jetzt interessiert. I've learned all about this. You see, the cognition flowing through mementos. It's got these things that are similar to what you humans call pressure points. So, if I do this. Batsch! There. That should have changed it for you. Don't believe me. Einfach mit dem Hammer draufhauen. Einfach mit dem Hammer draufhauen, sehr gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also. Ich will mal gerade gucken, weil das ist, meine ich, nicht die Trophy, die ich meinte, aber das interessiert mich jetzt, ob es für einmal wechseln auch schon eine gab. Es gibt nämlich eine für Kognition auf Maximum ändern in Mementos, da gibt es eine für. Ach so, das war im Mementos Stempel eingetauscht, okay, alles klar, verstehe. Verstehe. Verstehe, weil die ich meine, ist nämlich und hier, das ist die mit den Räucherstäbchen, die ich meinte. Und das ist die ich meine, hier die Suche nach Kraft. Mementos Kognition vollständig geändert. Dafür reicht es nämlich aus, einen Pfad vollständig zu ändern. Ist ein bisschen verwirrend ausgedrückt. Es klingt so, als müsste man alle drei ändern, nämlich mehr EP, mehr Gegenstände und mehr, was war das andere? Geld. Aber es reicht, wenn man einen davon auf Maximum bringt. Ach man. This skill soon. Okay. All right, let's go. So, ich habe noch so ein bisschen was offen hier. Da hinten ist noch eine. Und dann will ich einmal bis zum Ende dieser Mementos-Ebene reisen, dass ich die freigeschaltet habe. Natürlich auch nichts, um sich zu heilen, ist auch doof.
Flarrender Berggeist, den habe ich aber doch auch noch nicht, oder? Sudama. Hatte ich Sudama schon? Glaube ich nicht. Was ist los mit euch? Alter, ich treffe sie einfach nicht. Was ist denn los? So, da ist nichts mehr. Dann fahren wir jetzt nämlich zurück. Hoppala. Nein, fuck. Ich wollte ihm eigentlich aus dem Weg gehen. Quatsch. Falsche Richtung. Fuck. Ne, ist doch richtig. Unser Ziel könnte... Ich habe doch gar kein Ziel mehr. Okay. Das kam jetzt überraschend. Von was für ein Ziel redet er? Ich habe kein Ziel mehr. Oder meint er das Ende vielleicht? Fuck. Nein, bleib da stehen. Dann wird der andere gleich auch noch hinterherkommen wahrscheinlich. Nicht.
All according to plan. Just what I'd expect from you, Joker. Power courses through me. All right. That enemy was really weak. So, ich werde jetzt nicht den Rest noch sammeln. Ich gehe jetzt hier durch. Und gehe weiter nach unten. So, die Wand wird sich wahrscheinlich noch nicht öffnen. Aber ich habe die Ebene wenigstens schon mal freigeschaltet. Wir sind noch nicht berühmt genug. Okay. So, wir sind durch im Mementos. Ich denke, wir haben ordentlich was gerissen. Und ich werde jetzt auch mal Ryuji wieder ins Team holen. Für den guten Yusuke. Oh, das hat viel länger gedauert, als ich das eigentlich geplant hatte, aber hat sich gelohnt, glaube ich. Journalistin hat mir geantwortet. The Crossroads Bar. This is from that journalist, right? She wants to meet you there now? Scheint so. Looks like this Crossroads place is in Shinjuku. Ah, jetzt geht's nach Shinjuku. Jetzt geht's zum ersten Mal nach Shinjuku. Let me see. I guess to put it simply, it's a nightlife district for adults. You should send everyone a message and let them know what you're up to. Shinjuku bei Nacht, hm? Hört sich gefährlich an. Wo sollen wir uns treffen? Bleib auf Standby an. Mit weniger Leuten können wir uns leichter bewegen. Entschuldigung, ich habe nicht genug Geld für ein Zugticket. Dann bist auch du auf Standby. Akira und ich gehen, okay? Okay. Wenn Akira geht, müssen wir uns wohl keine Sorgen machen. Ihr schafft das. Das wäre erledigt. Treffen wir uns in Shibuya. Seid vorsichtig, ihr zwei. Ich werde von jetzt an Geld für solche Situationen zur Seite legen. So ein scheiß Zugticket kostet vielleicht 200 Yen oder 300 oder was es war. Ich bitte dich. Die wirst ja wohl noch zusammenkratzen können. Wait, are you gonna go in your school uniform? It would be bad for you to stand out. You should change before you go. Ich renne hier mit, weiß ich, 300.000 Yen rum und kann Yusuke nicht mal nur so ein Zugticket für 300 Yen leihen. Das ist schon irgendwie armselig. Huh? No choice. I didn't have the time to go home. People aren't gonna notice anyways with this t-shirt over it. Du siehst gut aus. That's not the issue. Are you both idiots? Are you both idiots? I won't be to blame when you get caught by the cops. Don't worry about it. That place ain't so different from Shibuya. Come on, I'll guide you. If we're going to Shinjuku, we should probably hop on the JL. Just get out of this building and then the ticket gate should be on the right. It's go time. Alrighty, Roo. Is this really going to be okay? Nein, wahrscheinlich nicht. So, Ryuji. Also hier sagst du, ja? Hast du nicht gesagt rechts? Du Arsch. Muss ich jetzt auch noch auf Schilder achten? Ich muss jetzt auch noch auf Schilder achten, ne? Hier ist doch nur Ginza. Da ist JL. Auf nach Shinjuku! First time! Du kannst jetzt nach Shinjuku. So, was kostet denn so ein Ding? 100 Yen!
Die hätte ich Yusuke aber auch noch leihen können, jetzt mal ganz ohne Witz. Selbst abends ist es hier total hell, das war von Shinjuku wohl nicht anders zu erwarten. Hör auf dich dauernd umzusehen, du siehst aus wie ein fucking Tourist. Ich habe nur versucht, den Ort zu finden, den wir suchen. Die Crossroads Bar ist gleich vor uns. Wenn wir geradeaus weiterlaufen, kommen wir direkt darauf zu. Kann ich denn vielleicht vorher hier mit... Ne, sie ist nicht da, ne? Willkommen in unserer Kneipe. Wie wäre es mit einem günstigen All-You-Can-Drink? Bist du minderjährig? Nein. Dann komm doch gern für eine Weile rein. Wie konnte das nur passieren? Ignorieren einfach. Wo ist denn die Wahrsagertante? Da kann ich jetzt wahrscheinlich eh nicht mitreden, ne? Ist ja jetzt storymäßig bedingt, deswegen können wir wahrscheinlich eh nichts anderes machen. Hey Mann, wie wär's? Du darfst alles anfassen und es gibt keine versteckten Kosten. Wir haben die hübschesten Mädels. Ich bin dabei. Erzähl mir mehr. Hast du das wirklich gefragt? Ignorier den einfach, er ist eh zwielicht. Aber er hat was von anfassen und Mädchen gesagt. Mann. Was mit euch beiden? Hallo? Hallo? Sie verschwinden einfach. Ja, ich kann gar nichts machen. Hast du kurz Zeit? Oh. Oh. Ich bin ein Erwachsener. Das ist eine typische Antwort, oder? Ich bin ein Erwachsener. Ich bin ein Erwachsener. I've seen the pattern on those pants before. Maybe on the news. Oh yeah. It was on that segment about the teacher who was harassing kids. Yep, that was me. Is that a school uniform? Shit. Now you kids have got to be high schoolers. Come with me. Shoot. This is why I said uniforms were a bad idea. Let's run. How much longer until we get there? Hey, it ain't our fault we had to deal with that detour. Our school's getting real famous. Hier ist sie. Okay. Excuse me. Shihaya oder wie hieß sie? I can sense impending woman troubles, or perhaps it's something else. In any case, horrible disaster is coming for you. Please, let me examine your future further. What? Me? What? Yes, I suggest you get your fortune told. What I say will surely come to pass. More of this shit. Sorry, but we're in a hurry. And I don't really believe in that stuff anyways. I see. My apologies. However, if you change your mind, I'll be waiting here in this spot at night. May your fortunes be well. Ich werde da sein. Auch wenn du nicht mit mir gesprochen hast. Ich werde trotzdem da sein. By the way. Okay. Gut. Alright. Also, Crossroads hast du gesagt. Ja, wir sind hier richtig. Beer, whiskey, wine. Looks like nighttime is bar time. Going in our uniforms is probably a bad idea. We got caught last time too. Ja, aber wir wollten doch hier rein. Warte einfach draußen. Ich mach das schon. I came all the way to Shinjuku and can't even go in. Selber schuld. I'll kill time somewhere nearby. Just let me know when you're done. Welcome, welcome. Welcome, Lala. How old are you, boy? 35. Sorry, Lala-chan. He's with me. Ooh, you picked up a real young one this time. Just don't let a minor drink alcohol, okay? Lala-chan, I'm gonna borrow the seats in the back. Go on back there. I'll treat you to some water. Nice, water. Yeah. Ah, oh, she reeks of booze. What a surprise! I thought you were joking, yet here you are. Here you are. I respect that bravery, so I'll listen to what you have to say. Well, what do you want to know? By the way, die Stimme von Oya ist die gleiche Stimme wie hieß sie? Yukiko in Persona 4. Something about that. I could tell you, but
know the Phantom Thieves of Hearts? You know, that case the public has been focused on lately. Kenn ich. I was pursuing the issue of people randomly entering into a shutdown state, but I'm lacking intel. That's why I'm currently looking for new material to write about. So, do you have any info on these Phantom Thieves? Warum fragst du mich das? You're a Shujin kid, right? I remember you wearing their uniform the last time we met. I thought maybe you might have some insider knowledge on the Phantom Thieves because of it. Their first incident was that of Kamoshida, you know? Ideally, I'd like to get some exclusive coverage from a student who suffered Kamoshida's abuse. I would love an introduction if you know of someone who fits the bill. Seems both you and I can't really do our stuff out in the open, so... What do you say? Bin dabei. A student who suffered from abuse. Oh, what about that Mishima guy? He always seems to be on the side of the Phantom Thieves. Ich kenne da jemanden. Mishima wird sich freuen. Deal, endlich ein Date. Contact info later. You'd better be thankful. My quick wit is the only reason we're getting this far. Ja, Morgana. Now that I think about it, those mental shutdowns and the Phantom Thieves both seem supernatural. Could they be related? Or am I just hoping for a coincidence? Oh, sorry. I have a tendency to talk to myself on occasion. Well then, you can't exactly consider this an upfront payment, but... Junya Kaneshiro. I think he's probably the guy you're looking for. Yes! You should check him out further if you're curious. But... I'm not responsible for what happens next. Lala-chan, can I get a refill for this kid? We need to make a toast to our new acquaintance. It'll be a problem if you stay too long. You should leave right after you finish your water. All right. Yes. Wir haben endlich Informationen über unser Ziel. Treffen wir uns mit Ryuji. Ich glaube, jetzt kommt gleich auch schon diese kontroverse Szene, die sie geändert haben zum Original-Persona. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt schon kommt, aber ich glaube ja. Volltreffer. Echt jetzt sauber. Jedenfalls sollten wir uns so schnell wie möglich treffen. Ich warte vor dem Kino, also komm vorbei. Das ist der offene Platz, an dem du auf dem Weg zur Bar vorbeigekommen bist. So, we just have to go back the way we came, huh? All right, let's go. Ach, da ist er. Hey. Ich habe keine Lust, noch länger zu warten. Hast du was zu unserem nächsten Ziel? Junya Kaneshiro. Hey. Nicht so laut. Junya Kaneshiro und los. Jetzt brauchen wir nur noch Infos zur Verzerrung, dann geht's ab in den Palast. Probieren wir es morgen, ist es besser, wenn das ganze Team da ist. Ich sag allen, dass wir uns in Shibuya treffen. Aber das ist echt irre. Was für ein Fang. Ich bin total aufgeregt. Ja. Du hast recht, er wäre wirklich gut geeignet. Aber ein T-Shirt mit Aufdruck und diese Hosen. Wer zur Hölle sind die? Oh Schätzchen, die Hölle hat nichts damit zu tun. Ich bin Engel, direkt aus dem Himmel geflogen. Und ich bin Julian. Julie, wenn du dich traust. So ein Hübscher. Niemand würde ihn in der Drag-Szene vermuten. Wir sollten ihm alles beibringen. Leugne es nicht, du hast bei Crossroads reingespickt. Schatz, willst du mal göttlich aussehen? Wartet, hey, ihr habt das falsch verstanden. Alter, hilf mir, sag ihnen, dass wir hier nur auf der Suche nach Hinweisen sind oder so. Das ist jetzt nämlich eine Szene, die haben sie geändert im Vergleich zum richtigen Persona. Im richtigen Persona wollten die beiden ihn nämlich abschleppen. Und das hat wohl einigen nicht gefallen, weil dann irgendwie so die Schwulen als die Bösewichte rüberkamen in deren Meinung. Und stattdessen wollen sie ihm jetzt hier so ein Drag-Outfit verpassen. Ich weiß nicht, ich sehe das so ein bisschen Handshot-First-mäßig. Ich finde, solche Sachen gehören nicht geändert, wenn es im Originalspiel so war. Und ich fand es einfach und auch nur lustig und die meisten fanden es lustig. Da hat keiner irgendwie eine böse Absicht hinter vermutet.
Und stattdessen machen sie jetzt sowas. Das könnten natürlich dann wieder irgendwelche Drag-Leute falsch auffassen und sehen sich dann wieder angegriffen. Also das ist alles wieder so Social Justice Warrior-mäßig. Halte ich persönlich nicht viel von. Aber gut, jedem seine Meinung, ne? Hau sie um, aber du bist ja eine Tutterin. Ich werde so richtig ausrasten, wenn du mich hier nicht rausholst. Süßer, du hast das gewisse Etwas. Ich liebe diese Wangen. Und du hast das Zeug zum Star. Ich finde sogar, sie haben es noch schlimmer gemacht, als es im Original war, muss ich ganz ehrlich sagen. Mach es einfach nach, Bursche. Wir zeigen die richtigen Glam. Du weißt, welches. Ich weiß, welches Kleid du brauchst. Ich finde es jetzt ehrlich noch schlimmer, als es im Original war. Ohne Witz. Hier gibt es nichts weiter für uns zu tun. Gehen wir für heute nach Hause. Irgendwelche Hinweise gefunden? Ich habe einen Namen. Das ist geschafft. Aber dann, also dann treffen wir uns morgen im Versteck. Alright. Ryuji scheint diese Unterhaltung nicht mitzubekommen. Sollen wir ihn separat anschreiben? Ich bin sicher, er kommt auf den Trichter, wenn er später auf sein Handy schaut. Ich glaube, er hat gerade andere Sorgen. Ist dir auf dem Heimweg aufgefallen, dass sich in Yongen jetzt wieder Katzen herumtreiben? Außerdem habe ich gehört, wie die Besitzer sich über etwas unterhalten haben. Hört sich so an, als würde Aino sich der Polizei stellen. Sobald sie ihre Strafe abgesessen hat, will sie sich freiwillig um streunende Katzen kümmern. Freut mich für sie. Ich bezweifle, dass sie sich an mich erinnert, aber vielleicht besuche ich sie mal. Schließlich habe ich ihr etwas versprochen. Shinjuku war echt abgefahren, was? Wir haben Neuigkeiten zu dem alten Mann, der in Kichi-Ryochi Unruhe gestiftet hat. Scheint so, als ob er und sein Sohn sich bei den Leuten in der Harmony Street, Harmony Alley entschuldigt hätten. Es war so, als ob er ein anderer Mensch wäre, hat sie auf Knien um Vergebung gebeten und so. Klingt nach einem Sinneswandel. Jo, hat perfekt funktioniert. Wie immer, gute Arbeit. Nach all den Familienthemen habe ich mir Sorgen um Yusuke gemacht, aber scheint alles soweit okay zu sein. Ich bin auch irgendwie glücklich. Jetzt kommen erstmal die ganzen Nachrichten rein für die Mementos-Geschichte. Ach nee, das hier ist die Oya-Tante. Ziemlich süß. Ich muss das mal gerade von vorne lesen. Mir hat irgendein Mädchen geschrieben, dass du ihr von mir erzählt hast. Sie sagt, sie hat Interesse an mir. Was hat es damit auf sich? Was für ein Mädchen ist Oya-san? Ist sie süß oder heiß? Ernsthaft? Oya-san. Sie hat gesagt, sie will sich unterhalten. Offensichtlich kann man Mädchen sich kaum vorstellen. Ist das wirklich, was ich glaube? Kann das echt sein? Du wirst es erfahren. Ich freue mich unheimlich darauf. Er wird so enttäuscht sein. Das habe ich alles dir zu verdanken. Ich glaube, die Fanseite zu gründen hat mich wirklich verändert. Jedenfalls schaffe ich das. Du hast uns vorgestellt, also werde ich sicher gehen, dass ich dir keine Schande mache. Und du wirst von mir erfahren, ob es mit uns beiden klappt. Mishima, alles Gute, Mann. Das wird was mit euch. So, ich werde das mal eben speichern. Und dann, wenn ich Zeit habe, wenn Morgana mich lässt... Ja, okay, ich kann zumindest raus. Dann würde ich jetzt gleich noch ein paar Dietriche machen. Oder Leblanc aufräumen. Leblanc aufräumen müsste ich, glaube ich, mehrfach machen, um Sojiro so ein bisschen höher zu kriegen. Aber ich muss unbedingt Dietriche machen. Ich habe nämlich keine mehr. Und ich kann sogar 4 Stück machen. Das ist natürlich sehr geil. Auf jeden Fall. Können geschickt. Alright. I can't believe you guys ditched me yesterday. I almost entered a world I want nothing to do with. What are you talking about? Nothing. Just start it up, Yusuke.
Okay, I entered Kaneshiro's name into the nav. And just as expected, it's a hit. All we need now are the two other keywords. What he thinks of as his palace, and where it is. But we don't have any clues other than people falling victim around here. Eh, we'll just have to try whatever keywords we can come up with. Oh, that's gonna be impossible. How many buildings do you think there are in Shibuya? No complaining. If we can figure out what the palace is, we may be able to guess where it is by association. It's probably somewhere he's got complete control over. Maybe a garden? No candidates found. He likes money, so what about a money bath? I've seen people online with things like that. No candidates found. No, not even close. How about it? Can you think of anything? Aber selbstverständlich. Eine Bank. Eine Gelddusche. Okay, that's a hit. So, he thinks of somewhere in this city as his own bank. I thought it'd be something less realistic. That's all it is, huh? Now then, what location would Kaneshiro think of as his bank? If we're talking about a place where he keeps his cash, maybe his own hideout? How about a real bank? His cognition wouldn't be distorted in that case. Damn it, we ain't getting anywhere. This may be difficult to explain, but doesn't it seem we're thinking a little too inside the box? Palaces emanate a passionate madness. It feels as though we're missing that aspect. The hell are you talking about? This palace is a bank for someone who extorts money with criminal acts. It's something more. But what other ways can we think about it? Oh, could it mean a place you withdraw money? Hold on. Do you think it might have something to do with the victims? He's taking money from his victims' wallets, right? That means his bank is wherever they are. That's terrible. But you may just be right. Oh, come on! How many people do you think Kaneshiro's taken advantage of in all of Shibuya? Result found. Wait a second. I have a hit. Glückstreffer. Huh? Oh, wait, what? Did I say something right? Did I say something right? The place that Kaneshiro thinks of as a bank is all of Shibuya. What? Like, the entire city? I see. That's certainly where his victims are. It turns out he really is a terrible criminal. But wait, is it okay for us to go into the palace right out of a crowd like this? Eh, nobody notices if a piece of trash disappears from a trash can. This ain't any different. In that case, let's go. Beginning navigation. Zack. Dann nichts wie rein in die Flugmaschine. What are those? What are those? Walking ATM. That must be his cognition of people. So this is what Kaneshiro considers a bank. I never thought it would be the entire district. Look around us. The distortion is affecting the whole of Shibuya. Huh? What do you mean? Oh, that's right. Even when we were in the castle and the museum, the city outside looked normal. He sees everyone in Shibuya as his patron. No surprise for a mafia boss. It's best we focus on finding Kaneshiro's location and stealing his treasure as soon as possible. Yeah, his hideout's gotta be somewhere around here. Let's go look for it. Alrighty. Let's do this. Okay, let's go. Seine Bank finden, in der Gegend muss irgendwo eine sein. Schau mal, der ängstliche Mann da, könnte das einer seiner Opfer sein? Reden wir mal mit ihm. Haben die Leute überhaupt einen Mund? Entschuldigung, könnten wir... Ah, bitte verzeih mir. Was passiert? Ich habe nichts mehr, bitte. Ich habe keine einzigen Yen mehr. Come on, man. Oh, beruhige dich, du Penner. Wir sind nicht hier, um dich zu verprügeln. Ich will nicht wie die anderen nennen. Wurdest du angegriffen? Fehler.
Fehler. Kein Zweifel, das ist eins seiner Opfer. Aber mit dem können wir kein vernünftiges Wort reden. Probieren wir es bei einem anderen. Explodier doch, du Geldautomat. Das ist schrecklich, das sind alles echte Menschen, nicht wahr? Das ist echt Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass wir hier mit irgendjemandem reden können. Ach, das ist er wieder. Ja, ja, ja. Ja. Scheint so zu sein, aber hier ist weder jemand zum Reden noch eine Bank. Sehen wir uns hier nochmal genauer um. Vielleicht haben wir ja was Wichtiges übersehen. Ja, wo ist er denn? Ich glaube, der da ist auch ein Opfer. Nett. Entschuldigung, du Opfer. Könnten wir dich kurz etwas fragen? Es ist zwecklos. Es ist aus. Ich ende genauso wie die... Wo ist Kaneshiro, der alte Penner? Wo schon, dem Ort, wo er keine Spuren hinterlässt. Es bringt euch eh nichts, wenn ihr wisst, wo das ist. Was soll das bitte heißen? Ey, du musst es schon ein bisschen mehr sagen als nur... Ich bin zu erschöpft. Lass mich etwas ausruhen. Batsch. Aus dem kriegen wir wohl nichts raus. Kaneshiro hinterlässt keine Spuren, ob man das wörtlich verstehen muss oder einfach nur figurativ. Warum schauen wir uns nicht noch einmal alle Informationen an? Scheinen ganz schön tief gefallen zu sein. Warte mal, die sind von einem Ort heruntergefallen, an dem Kaneshiro keine Spuren hinterlässt. Soll das heißen, dass sie von weiter oben heruntergestoßen wurden? Meinst du wie von einem Wolkenkratzer? Hier sind aber gar keine, glaube ich. Warte mal, was ist das? What are those? Is that it? Up in the air. No wonder we couldn't find it. Kaneshiro doesn't leave any tracks, huh? Figures it'd be floating. So, how do we get up there? Can you turn into a helicopter, Morgana? No, just a car. Just a car. You're useless. Don't you have some kind of secret gadget or something? Shut it. I'm not some robot cat. I mean, I'm not a cat at all. This may be the limit of what we can do today. We gotta find a way to get up there. Let's think about it some more tomorrow, okay? All right, we should get out of here for now. Run for it. All righty. Ich habe eine neue Nachricht von Oya. Hatte sie ihr Date mit Mishima? Namens. Hast du Zeit? Ja. Ich habe einen Tipp für dich. Es geht um diesen Kaneshiro. Er ist gefährlicher, als ich dachte. Die Polizei konnte ihn nicht finden, also habe ich etwas tiefer nachgeforscht. Wie sich herausstellt, hat er einige wirklich zweifelhafte Kontakte. Mehr sage ich nicht. Shady Connections. Ein Teenager wie du sollte sich nicht mit ihm anlegen, halt dich lieber zurück, hörst du? Das alles. Proving our justice isn't going to be easy. We'd better discuss this with everyone tomorrow. Okay. Und gerade als wir den Palast finden, ist er hoch oben am Himmel. Mann, das nervt die Polizei von den Typen sicher auch die Nase voll. Das erinnert mich daran, heute läuft das fucking Home-Shopping-Programm, was mich überhaupt nicht interessiert. Willst du mal reinschauen? Nein, mich nicht. So, ich will das jetzt speichern. Und dann will ich erstmal ein kleines Päuschen einlegen. Wie gesagt, 20 nach 4 kommt dieser Arminia-Stream, da wollte ich reingucken. Währenddessen werde ich eine Runde futtern. Und danach... geht's dann hier weiter. Das ist zumindest so der bisherige Plan. Deswegen würde ich sagen, wir gucken mal gerade. Okay, Anne spielt leider nicht mehr. Sonst hätte man Anne noch raiden können. Dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle erstmal Feierabend und vielleicht sehen wir uns ja nachher zu Teil Nummer 8. Teil 9 ist es dann. Wenn wir dann Kaneshiros Palast
angehen. Also, bis dann. Ne?